Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer Alarmstufe Rot 1 Remastered Edition auf Seiten der Sowjets. Ganz genau, liebe Leute, und ja, wir waren beim letzten Mal hier, haben uns hier die Basis aufgebaut und jetzt machen wir hier einfach mal weiter. Ich sehe, dass hier direkt ein Schlachtkreuzer angeschissen kommt, das gefällt mir gar nicht. Aber den kriegen wir mit unseren Flugzeugeinheiten platt. Lass meinen Mammut am Leben, du Penner. Ach du Kacke, da kommt er jetzt mit noch mehr. Geiler Einstieg, ey, wirklich. Direkt mal einen Mammut verloren, aber gut. Ach du Scheiße, was versucht dann damit? 5 Invasoren, Leute. Oh mein Gott, mach die platt. So. Boah. Zum Glück haben wir hier unsere Mammuts. So, der Bomber. Kommt der durch? Der kommt sogar durch, wie geil. Was? Sehr schön, Leute. Zack. Kann man schön ein bisschen Geld verlieren. Und ja, liebe Leute, dann würde ich sagen, genau, wir waren beim letzten Mal hier mit dieser U-Boot-Armee. Und wir waren kurz davor, ihn anzugreifen. Zumindest auf See erstmal. Dann würde ich sagen, machen wir das mal. Gebäudetechnisch haben wir alles. Flachs brauchen wir hier nicht. Tesla-Spulen brauchen wir hier nicht. Gut. Dann würde ich sagen, nimm dir mal die. Und Team 1, so, direkt wegmachen. Direkt alles wegmachen hier, los. Vor allem auch diesen Zerstörer da. So, mach den platt. Und den da auch, bitte. Den da auch, platt machen. So. Ach du Scheiße. Verdammte U-Boote, ey. Mann. So. Sehr schön, Leute. Ich habe wieder ein Spionageflugzeug. Ja, da geht's hier mal mit einer Seeschlacht los. Ist auch sehr interessant. Hier waren wir beim letzten Mal schon und haben hier ein bisschen was platt gemacht. So, dann den Zerstörer platt machen. Was zur Hölle? Dein Ernst? So. Zum Frühstück so ein Boot, ey, wirklich. Schieß bitte mit mehreren. Ja gut, egal, dann... Das klappt ja auch so, Watz. Sehr geil, liebe Leute. Und dann würde ich sagen, bauen wir uns jetzt einfach mal weiter auf. Und ja, Leute, Folge 2 dieser Aufnahmesession. Ja, es ist... Da versucht er wieder mit irgendwas. Kommt er mit dem Hubschrauber, auch interessant. Keine Chance, den Menikin. Was versucht der da? Ja, ja, klar. Ja, klar. Mit den Gummipanzern, ne? Mit den Gummipanzern. Das ist ja wohl... Ey, das ist dreist. Das ist dreist, dass er jetzt meinen Sammler wegnimmt. Der mit seinem Gummipanzern. Der Penner. Wirklich, hat er mir direkt einen Sammler weggenommen. Ey, das ist ja wohl nicht wahr. So. Da kommt er wieder mit dem Schlachtkreuzer an. Warum sehe ich da manchmal keinen Angriffsbutton? Gut, ist wahrscheinlich dem Update geschuldet dann, ne? So, im Mix. Wie gesagt, es gab ein Update, habe ich ja beim letzten Mal schon erzählt. Es gab ein Update für C&C Remaster. Und ja, es sollen wohl Bugfixes sein, aber jetzt gerade sehe ich mehr Bugs als vorher. Ja, keine Ahnung. Ach du Kacke, da stehen noch mehr Schiffe. Ich werde noch mehr U-Boote brauchen. Gut, liebe Leute. Dann würde ich sagen, mache ich mal den hier. Schaut mal hier, ihr seht hier, es ist alles zugeschissen mit Verteidigung. Aber ich setze mir jetzt mal 5 Mannequin dahin. Daran seht ihr jetzt, dass hier alles vermint ist, Leute. Schaut euch das an. Alles vermint. Alles vermint hier. Zack. Aber die Minen, die haben wir ihm jetzt erstmal weggenommen. Was macht denn der Zerstörer hier? Weg damit. Oh, mach den weg. Ach, verdammt. Toll. Wieder dummes U-Boot. Scheiße. Ja gut, egal. Liebe Leute. Ah, wir machen weiter. Der wird repariert. Ja. Dann würde ich sagen, sammeln die sich mal da. Der Bomber, der kann nochmal hier auf die Energie drauf. Gucken, ob der es besser trifft. Ja. Schon wieder so knapp. Wisst ihr was?
schicke ich jetzt die Hubschrauber los und die machen das dann platt. Die Kackenergie von dem da. So, Leute. Unser Stützpunkt wird wird repariert. Du Scheiße. Okay, der hat einen Spawner-Hubschrauber. Na toll. Echt super, ey. Nicht. Das ist scheiße, dass der Spawner-Hubschrauber hat, aber... Ist da was? Mach mal diesen Bunker da platt, bitte. Die Mix, machen wir bitte den Bunker platt. So. Sehr gut. Dann kann nämlich, dann kann ich hier gleich Fallschirmtruppen hinsetzen. Und dann kann Team 3 mal diese Einheiten hier wegmachen. Ganz genau. Schau dir das an. Wie Schaden die machen. Ach, diese Mannequin gehen mir auf den Sack da hinten. So, mach die weg, ey. Diese Tricks-Flak-Mannequin. So, putz. Sehr schön, Leute. Ich vermisse diesen einen Sound, liebe Leute. Diesen einen Sound vom Originalspiel, den haben sie hier im Remastered leider rausgenommen. Dieses wenn ein Gebäude explodiert oder so. Dieser Sound, der war mega genial damals. So, aber so viele Mammuts werde ich, glaube ich, gar nicht brauchen. Ja, Sir. Bestätigt. Weil wenn wir den jetzt eh schon Stück für Stück platt machen, ja, brauchen wir nicht mehr so viele. Aber weiter vorbereiten. So, liebe Leute, dann würde ich sagen, Mix, mach mal diesen Zerstörer da platt. Und zack. Sehr schön. Boah, die Mix sind echt mega geil. Die Hubschrauber können die Energie platt machen und zeigt gleich die Mix die andere Energie. Haha, voller Luftangriff hier. Zack. Und zack. Und zack. Der Hubschrauber macht es platt hier, oder? Ach, verdammt. Oh, Mann. Du nervst mit deinem Scheiß da. Der nervt mit seinem Scheiß, wirklich. Ja, mach mir doch alles platt. Penner, ey, wirklich. So. Scheiße. Der mit seinen Drecksschlachtkreuzern immer. Das nervt richtig gut. Dann habe ich jetzt einen Hubschrauber zu viel. Das ist jetzt interessant. Wie soll ich da jetzt weitermachen? Auf jeden Fall erstmal eine Energie nachbauen. Ach, dieser Penner mit seinen Schlachtkreuzern ständig hier, ne? Das ist... Kann man sich doch nicht bei konzentrieren bei so einem Kack. Der mit seinen Spawnern immer, ey. Immer die KI mit ihren Spawnern, ja, ja. Gut, alles klar. Dann würde ich mal sagen, schicke ich den einfach mal hin. Und schieß auf die Flak, komm, ich opfer den jetzt. Ich opfer diesen einen Hubschrauber jetzt. Weil ich hier was nachbauen muss. Heliport, ja. Och, noch nicht mal. Ja, dann, dann stell dich da hin. Oder so, noch ein bisschen Schaden gemacht. Ja, sehr gut. So, liebe Leute, dann. Mammutpanzer können sich mal reparieren. Zack, 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 zack. Alles einmal anklicken hier. Und zack, liebe Leute. Ja, habe ich mal, dass es euch nach wie vor gut geht. Mir geht es nach wie vor sehr gut, wie immer eigentlich. Und ja, schön hier weiter Commander Conquer zocken und die Alliierten hier Schritt für Schritt auseinandernehmen. Ist ja wirklich unnormal, was der da für eine Masse an Schiffen hat. Gut, liebe Leute, dann macht ihr Mix mal bitte und die Hubschrauber machen wir jetzt diesen Panzer da platt. Ja. Und zack. Und macht diese Energie platt jetzt endlich. So, liebe Leute, dann müssten wir jetzt ja theoretisch laut Einsatzbesprechung nur noch diese Werft platt machen. Aber ich glaube, das war es nicht, wenn wir diese Werft haben. Wir müssen alles platt machen. Ja, wir müssen alles platt machen. So, liebe Leute, dann... Zack, gehen wir da hinten hin, bitte. Sammler, ich brauche mal bitte die Edelsteine. Würdest du mir bitte einsammeln? Das wäre sehr nett von dir. Vielen Dank. Da sind noch welche, ne? Hier hinten sind noch welche. Ja, da, ganz genau.
Da sind noch welche. Hol dir die. Was zur... Was macht der Mammut hier? Schick dem... Oh, da ist er wieder mit seinem Scheiß. Da ist er wieder mit seinem Scheiß. Da ist er wieder mit seinem Scheiß da hinten. So. Mammutpanzer, geh dich mal bitte reparieren. Ach, schau dir das an. Oh, was für ein geiler Bug wieder. Oh Mann. Das Game ist echt manchmal richtig verbuggt. Aber gut, liebe Leute. Lässt sich leider nicht ändern. Ja, ist halt so. Gut, Fallschirmbomber versuche ich mal da dran. Perfekt. Ja, fast. Gut. Dann Mannequin. Verstärkungen sind eingetroffen. Und die können mal hier ein bisschen Stress machen. So, macht er kaputt, da das Ding. So, liebe Leute. Dann macht ihr es kaputt. Und das da kaputt machen. So. Und hier diese Ölstation im Arsch machen. Was zur Hölle. Okay, liebe Leute. Dann würde ich sagen, können wir hier... Können wir nicht da hinten anlegen. Wir können nur hier anlegen. Aber... Ja. Alles Schritt für Schritt hier. Wir sind ja schon in der 11. Mission, in der viertletzten vor den Russen. Ne? Das ist ja schon übel, wie schnell wir hier vorangekommen sind in 2 Wochen. Das ist schon heftig, ja. Gut, liebe Leute. Dann würde ich mal sagen, ja, mach einfach hier unten, komm. Zack. Ich habe nämlich gerne ganze Karten aufgedeckt, ne? Das ist einfach so. Aber das seid ihr von mir gewohnt. Ja, dass ich gerne mal ein bisschen trödle beim Spielen. Aber, ja. Wo wäre denn dann der Genuss, ne, wenn man so schnell durchspielen würde? So. Leute, dann bauen noch mal ein paar Mammuts. Dann werde ich mich nämlich gleich hier vorbereiten, tatsächlich, für den großen Angriff. Und ja, die Mannequin, die können wir hier oben hinlaufen. Mal gucken, ob die den ein bisschen nerven können hier. Den Schlachtkreuzer. Bin ich mal gespannt. Mannequin. Kommt ihr da hin? Könnt ihr den platt machen? Könnt ihr den platt machen? Nee, leider nicht. Dann nehmen die Lufteinheiten, liebe Leute. Ja, Lufteinheiten auf diesen Schlachtkreuzer da oben. Und die Hubschrauber machen jetzt den Gnadenstoß. Zack. Sehr gut, Leute. Damit war es das mit dem Schlachtkreuzer. ja. Oh, was ist denn hier? Ist hier ein Durchgang? Ist hier ein Durchgang, Leute? Hier scheint ein Durchgang zu sein, ne? Guckt euch das an. Das wäre ja mega cool. Ach, schaut mal da, was hat denn da? Macht das mal kaputt. Alle bitte draufschießen. Ah, verdammt. Da kommt er schon wieder mit dem Scheiß da hinten an. So. Mach den platt. So. Mach den Scheißding platt da. Los. Ah, sehr gut, Leute. Ja, ja, der schießt da weiter drauf. Ist ja okay. Gut, liebe Leute, dann. Dann haben wir das ja. Den einen Mammut müsste ich mal reparieren. Kurz. Und boah, Leute, draußen ist wieder so warm, ne? Ich kriege hier gerade wieder eine Hitzewallung, wirklich. Also das ist echt nicht mehr feierlich. Aber ja, was will man machen? Das Wetter kann man leider nicht verändern. Wow. Und da ist eine Basis. Alles klar, ich schicke die Einheiten mal hier hin. Und die machen jetzt mal diesen Panzer da platt. Und ziehen alles auf sich, was sie haben, ey. Das ist so geil. Das ist so geil, liebe Leute. Da haben sie den sogar echt fast platt gekriegt, ey. Heftig. Heftig, was diese 5 Mediken alles bringen, ey. Wow. So, der Fallschirmbomber ist gleich fertig. Den werde ich einfach mal auf den Bauhof. Mal gucken, ob der trifft, liebe Leute. Leider genau mitten rein, ey. Verdammt. Aber nicht schlimm. Mix und die Hubschrauber können wir diese Gummipanzer da platt machen. So. Spionageflugzeug. So, liebe Leute. Dann zack.
Das ist eine Brücke. Aber warum ist da eine Brücke? Okay. Das ist der einzige. Das ist der einzige Zugang zur Basis, bitte was? Okay. Interessant, liebe Leute. Na gut. Keile Mucke. Piu, piu. So. Dann würde ich mal sagen, baue ich mal drei Transporter. Wie viel haben wir denn jetzt schon? Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, wir brauchen zwei Stück. Ganz genau so, liebe Leute. Und ja. Spionageflugzeug. Spionageflugzeug nochmal. Sehr, sehr gut. Würde ich sagen, erkunden wir jetzt alles mal Schritt für Schritt hier. So. Was hast du hier, Kollege? Nix. Nix auch gut. Einfach mal nix. Aber nee, hier ist leider doch kein Durchgang. Das ist sehr schade. Das ist einfach nur so eine Insel. Ja, okay, ich verstehe schon. Oh, Fallschirmtruppen, die machen jetzt mal diesen Panzer da platt. So, liebe Leute. Oh, Moment, Moment. Mach diese Raketenmanniken weg. Genau, weil dann kann ich gleich mit meinen schönen Lufteinheiten hier reinkommen, ja. Ha, ganz genau. So, liebe Leute, da haben wir den schon mal ein bisschen, ja, beschädigt eigentlich, ne? Ja. Oh. Da ist schon wieder so ein Drecksschlachtkreuzer. Der mit seinen scheiß Schlachtkreuzern. Nicht mehr feierlich, ey, wirklich nicht. So, was hast du hier? Wird gebaut. Ah, da gibt es also doch noch einen Eingang. Okay, ich verstehe, liebe Leute. Ich verstehe. Ich verstehe. Vom Einstein. In der Hauptcutscene, in der ersten. So, liebe Leute, dann. U-Boote, kommt mal hier hin. Schön viele, ja. Weil die auch nötig sind hier. So. Und ja, liebe Leute, wer weiß, vielleicht schaffen wir ja sogar in dieser Folge diese Mission. Wer weiß. So, zack. So, sehr gut, Leute. 4 MiGs reichen für einen Kampfpanzer. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Nein, Hubschrauber bitte. Hubschrauber. So. Ja, wie ihr merkt, ich arbeite sehr gerne mit der russischen Luftwaffe. Einfach um die hier so ein bisschen vorzuschwächen. So, damit wir gleich schön mit dem Mammutpanzer da durchrollen können. Und wir machen die ganzen Minen hier im Arsch, ja. Da ist es schon mal mega gut, ey. Dankeschön, dass du dich so gut bewegst. Mega geil. So, die Mix. Und zack. Fast zwei auf einen Schlag. Gut, liebe Leute, dann würde ich sagen, U-Boote, kommt mal hier ran. Ist schon, der Angriff ist schon fertig, ne? Der Angriff ist schon fertig. Gut. Dann Fallschirmbomber, kommt mal hier hinten drauf. Was macht ihr da für einen Scheiß? U-Boote? Was macht ihr da für einen Scheiß? So, macht den platt da. So. Und den auch. Verdammt nochmal. So. Und den Schlachtkreuzer unbedingt wegmachen. Der getroffen? Ne, der ist nicht durchgekommen. Ach, verdammt. Egal. Nee, Leute. So, 5 Manneken. Da oben ist ein Bunker. Shit. Da müssen wir einfach raus da. So. Dann reißt man hier alles in Stücke. Los. Oh, eine Artillerie. Ach, verdammt. Eine Artillerie ist natürlich immer doof. Bei Manneken. So, ein weiteres Spionageflugzeug. Hat ich Tarnbunker versteckt, ne? Krass. Leute, krass. Okay. Wobei, das hätte man in der alten Version gar nicht gesehen, hier, die Tarnbunker. Weil es ist ja nur mit der neuen Version dazu gekommen, dass, ja, dass man hier die Energie sieht. Und wenn man dem Gegner einmal die Energie platt macht, dann werden die Gegner ja, dann werden die ja beschädigt, die Gebäude. Und in der alten Version hätte man das, wie gesagt, nicht gesehen, so. Gut, mach den Scheiß weg. Sehr gut, liebe Leute. Dann.
Du fährst mal dich direkt auf heilen. Bestätigt. So. Alles klar, dann haben wir das zusammen. Das ist schon mal so sehr schön. Dann würde ich sagen, hier unten sind die drei. Kommt jetzt ein Hellmarsch? Ich glaube schon, oder? Das wäre natürlich mega genial jetzt. Ah, nee, schade. Egal, Leute. Ich würde sagen, wir werden uns einfach mal hier einladen. Mit den ganzen schönen Mammutpanzern. 15 Mammutpanzer, Leute. Ich habe sogar einen zu viel. Na gut, wenn ich einen zu viel habe, dann bleibt er halt hier als Basisverteidigung. So. So, liebe Leute, ich habe wieder ein paar Fallschirmeinheiten. Würde ich mal sagen, genau, schmeiß die einfach mal da rein. Dann gucken, ob die alle, ob die sich gegenseitig vernichten. Ja, die vernichten sich fast gegenseitig, oh mein Gott. Ja, manchmal sind die echt so dumm, die Computergegner. Aber gut, liebe Leute, während die sich da weiter einladen, kann ich hier nicht weiter. Ach, verdammt. Aber egal. Also, das passt schon soweit. Ja. Gucken wir nochmal hier oben, was hier noch so los ist. Und wenn hier nichts mehr los ist, dann würde ich sagen, können wir mal angreifen. So. Wo kann ich denn am besten landen? Ja, ich muss hier landen. Ne, das ist ja... okay. So. Genau, liebe Leute. Ja. Zweite Aufnahme, wie gesagt, von dieser Aufnahmesession. Und ja, läuft ganz gut. Läuft ganz gut. Ja. Die Sammler, die sammeln ja auch wieder. Sehr geil, ne? Wieder voll weit weg. Ja, aber gut. So, dann deck das mal auf. Da hat er nämlich noch was, seht ihr? Ich brauche die Mammutpanzer wirklich. Gut, Leute, dann speichere ich das nochmal vorher. Bevor hier irgendwas schief geht. Und du kommst dann bitte hier hinten hin. Ach du Scheiße, da steht... Okay, Fallschirmbomber. Mal gucken, ob der trifft. Der trifft, denke ich mal, da kommt er. Der fliegt wieder so komisch. Der trifft nicht. Doch, zwei Stück. Okay, geil. Gut. Dann, hey, du sollst ausladen. Lad dich aus. So, die Artillerie, die will's wieder wissen, da. So, mach den kaputt, den Hubschrauber. Mach diese Artillerie platt. Sehr gut. Sehr schön, liebe Leute. Gut, dann können die Hubschrauber... Die Brücke ist im Arsch. Verdammt. Da muss ich außen rum. Oh, Mann. Gut, dann mach den Dings kaputt. Och, nee. Shit, die Hubschrauber sind... Hier hinten, ja. Das ist jetzt eklig. Das ist jetzt eklig, Leute. Das ist jetzt eklig. Mach das Ding im Arsch, ey. Oh, Gott sei Dank. Boah, schaut euch das an. Wie viel Schaden einfach diese Teile machen, ey. So, aber... Spionage. Das kommt hier oben hin. So. Gut, dann können wir hier mit den Mammuts weiter... Was zur Hölle? Ja, dann schießt du ihn im Arsch. So. Dann, genau. Gut, die Wenigen können hier unten nochmal ein bisschen Rabatz machen. Platt machen. So weiter platt machen. Und das platt machen. Und das hier unten platt machen. Schafft ihr das sogar? Ah, schade. Gut, dann geht's mal weiter. So. Oh, alles vermint hier. Alles vermint, das ist so gemein. Das ist das, was ich meine mit den Alliierten. Die verminen alles. Aber... So, dann bleibt ihr mal bitte da unten. Dann kommen nämlich die Hubschrauber und die Flugzeuge. Und dann zack. Sehr, sehr gut. Da sind die Hubschrauber, liebe Leute. Da. Die Hubschrauber, die machen einen mega geilen Job. Mach dieses Mannequin weg. Jetzt brauchen wir tatsächlich Silos, okay. Naja, gut.
Ist aber nicht schlimm, Leute. Wir haben genug Geld. Ja. Wir haben genug Marmorpanzer hier. So. So. Das ist halt die Scheiße, wirklich, dass der hier wirklich alles vermint hat. Aber gut, liebe Leute. Ach du Scheiße. Heil den mal bitte. Dann brauchen wir echt Silos. Ja gut, dann bau ihm halt Silos. Uff, mein Gott. Bis der sich da geheilt hat, der Hubschrauber. So, dann haben wir es tatsächlich gleich geschafft. Das ist ja schon mal gut. Gut. Dann können wir die Hubschrauber und die Flugzeuge können gleich mal die Türme hier platt machen. So, zack. Und die Hubschrauber. Die Hubschrauber an diesen Turm weg. Und den einen Heliport da. So. Dann machen wir ihn mal gemütlich platt hier. Wir haben ja in der letzten Folge schon die Vorarbeit geleistet hierfür. Und ja, genau, da würde ich sagen, Spionageflugzeug machen wir nochmal hier, zack. Ich habe schon wieder Fallschirmmediken, geil. Ah, da ist jetzt schon wieder so ein Drecks, der immer mit seinem Scheiß da. Worauf schießt der überhaupt? Keine Ahnung. So, dann hier drauf, zack. Kommt dann noch ein Bomber. Sehr, sehr schön, Leute, dann können wir hier weitermachen. Zack. Gut, ist der Bomber. Der fliegt schon wieder so komisch. So. Und zack. Und dann hier den Bau platt machen. So. Liebe Leute, wir haben es geschafft. Wir haben die Alliierten hier raus entsorgt. So. Liebe Leute, das war's. Das war's. Haha, geil. Wir haben es echt geschafft in dieser Folge. Cool. Cool, darauf einen Schluck Apollinaris. Geräusch meinte ich eben. Dieses Leider haben sie das hier rausgelassen. Aber gut. Liebe Leute, nicht stimmen. Es ist ja trotzdem gelungen, muss ich sagen. So. Mission 11 hatten wir und haben wir um 10.000 Geld am Ende. Meine Fresse. Okay, drittletzte Mission. Liebe Leute. Drittletzte Mission in die Schweiz. Allerdings machen wir erstmal hier nochmal einmal die Bonusgalerie kurz. So, das passt nämlich ganz gut mit dem Abschluss. Was haben wir denn hier? Kunst imitiert Leben. Requisitengewehr. 1 von 4. Oh, okay. Foto einer Requisitenwaffe vor dem Greenscreen, sodass diese deutlich vom Hintergrund abgesetzt werden kann. Weiß nicht. Es ist, glaube ich, eine MP5 oder so, ne? Oder, keine Ahnung. Ich kenne mich nicht so mit Gewehren aus, deshalb. Gut, liebe Leute. Da gucken wir uns der Kane an. Ja. Alles klar. Bonusgalerie ist ja auch nicht mehr so viel drin. Ne? Wir haben. Ah, doch, hier unten. Okay. Nee. Vergesst, was ich gesagt habe. Okay, liebe Leute. Würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und. Dann machen wir nächstes Mal mit der Mission 12 der Sowjets weiter. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.